Da ist auch Jura raus, okay. Krieg nicht mal eine Pause, Dark Pit. Aber noch älter. Ja. Ja, okay, okay. Er ist früher oder später hätte das sein müssen, definitiv. Ja. Asoziales Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wird auch gar nicht mal so schlecht geworden, Friedrich da. Also Friedrich lässt sich das auch nicht gefallen, sagen wir es mal so. Okay, ja. Ja, das wird jetzt noch auf jeden Fall spannend. Oh, mit dem Gordo da an der Ledge, das ist ja richtig eklig. Ja. Ist Flora raus. Okay. Ich bin doch spannend, ob Dark Pit da noch irgendwie jetzt groß was machen kann, aber. Also, weiß man nicht, weiß man nicht. Ist ja ganz gut. Defensiv unterwegs sind bei Campo. Er guckt so ein bisschen, er guckt so ein bisschen zu, wie was da abgeht, aber ja, damit geht das erste Game an und bei Campo. Aber sehr eng, wie ich finde. Was ist dir bis jetzt so aufgefallen an dem Match? Was sind so bis jetzt deine, ja, die Stärken, die du siehst, die Schwächen, die du erkannt hast? Ja, ich glaube, also Flora, wenn ich Flora spielen sehe, es ist, die Neutrals sind insane. Du machst einfach so viel mit deinen Gordos. Ich glaube, da einfach in der 2 versus 2 Szenario, da hast du einfach nicht so wirklich die Möglichkeit, so dein komplettes Gordo-Game auszunutzen, was halt einfach etwas, was Flora extremst gut macht. Und ich glaube, Flora ist auch noch nicht so ganz aufgewärmt. Ich glaube, was von dem, was ich bisher so gesehen habe, da geht schon mehr. Aber, ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich sagen würde, so, alles ja, klar. Hey, Doubles, ja, mal gucken, ne? Aber auf jeden Fall früher Weltkampf. Mal gucken, ob sie da noch ein Rundfunk fest dann doch. Also bisher sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus für die beiden. Ja. Okay, strong los. Ich will jetzt aber gar nicht mal so genau sagen, woran das jetzt so noch so gelegen hat, dass Belcampo und Fürwürde sich da nicht Sieg in den letzten Runden haben. Beide Teams sehr stabil besiegt, aber ja, die anderen haben sich halt einfach besser, konsistent durchgesetzt, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ja, manchmal ist vielleicht. Okay. Ja, diese Runde, da hauen sie noch ein bisschen mehr auf die Fresse. Beides, so ein bisschen beides. Okay. Aber vor allem, weil er ist so chonky. Ja, aber jetzt sieht's gerade besser aus für Scorpion und Flora. Das Schöne ist ja auch, ich darf ja später gegen Flora in den Pools spielen. Habe ich auf jeden Fall gar keine Lust drauf.
Aber ey, die Challenge, man nimmt sie gerne mit. Ja, auf jeden Fall. Nein. Man wächst ja dann auch an seinen Aufgaben, klar, um mal einen Euro ins Fahrrad anzuschmeißen. Genau. Oh! Also. Das sah unlucky aus, oder war das? Also es hat leider nicht so ganz geklappt, aber das war wirklich was ekelhaft, was Flora mit Belcampo gemacht hat. Gerade auch Pokémon Stadium 2 ist einfach so eine Map, wenn das einfach richtig an Ducky kommt und Belcampo da jetzt nicht so zu 100% sich da auskennen würde und da jetzt irgendwie den perfekten Angle finden würde, ja. Der würde gegen die Stage einfach fallen. Also das heißt fallen, der würde einfach beim Recovern gegen die Decke knallen. Zumindest meine Erfahrung danach. Netter Versuch da von Flora auf Youngling, aber das war sehr close. Ja, okay. Ja, Flora gerade ein bisschen am Rasieren, wenn. Das war gerade Scorpion, glaube ich. Ah. Aber. Also, vielleicht okay. Bin ich verwirrt, aber. Scorpion, ist das nicht SDN? hat er einen neuen Name-Tag? Also. Es steht Scorpion da. Ja, genau. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Tweeten. Ja, das wird jetzt hart. Gerade Flora hatte auch noch zwei Stakes übrig. Ein. Ja, das wird jetzt hart für Belcampo. Mal gucken, was da. Ob da vielleicht auch noch irgendwie ein Comeback möglich ist. Ich würde sagen, wenn man so gegen Flora und Scorpion spielt, ist das ein bisschen schwieriger. Aber gibt sich trotzdem sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ja, und momentan sieht alles aber danach aus, als würden wir hier eine dritte Runde bekommen. Ja. Und das ist natürlich spannungstechnisch sehr schön. Ist gerade eben erst aufgefallen, dass vom Darkfit zum normalen Fit gechankt wurde. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was, also, was sind da so die Unterschiede zwischen dem normalen und dem Darkfit? Der Darkfit musst du wissen. Oh Gott, ich kann das so genau gar nicht sagen. Aber der Unterschied liegt am meisten, soweit ich weiß, in der Neutral B. Die Neutral B von Pit lässt sich sehr viel besser steuern. Du kannst einfach so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so Arrows machen, die gehen so, weißt du, wie so einen auf den. Ja. Aber von Darkpit sind die einfach, glaube ich, schneller, aber dafür etwas härter zu kontrollieren. Also nicht härter. Ein bisschen chaotischer. Nicht chaotischer, würde ich sagen. Einfach, sie curven nicht so hart, okay. Sozusagen. Keine Curveballs. Genau, pretty much. Alles klar. Dann kommt es jetzt also auf die dritte Runde drauf an. Genau. Wechsel zu Fox auf jeden genau, Fall. Genau, von Frigo, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja. Ist das ein Character Change, den du verstehen kannst? Fox ist halt. Ich denke auch gerade in Kombination mit Inkling, wenn du da halt gut Ink drauf hast, dann outrunst du deine Gegner halt ziemlich gut. Wobei, es ist ja Team Damage an. Wenn du jetzt zum Beispiel wie in der Situation als Fox einfach das Ink auf dir drauf hast, dann fehlt dir halt der gewisse Speed, den du hast, um das zu machen, was du mit Fox halt machen möchtest sozusagen. Das ist schon. Wenn man es gut koordiniert, definitiv, ich sehe, warum man auf Fox wechselt, aber wenn jetzt hier Fox halt zum Beispiel so eine Bombe frisst von Belcampo, schwierig. Definitiv, aber mal gucken. Also Fox ist ein Charakter, der von seiner Geschwindigkeit lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, total. Fox ist unfassbar schnell. Hat jetzt aber auch schon seinen ersten Stack verloren. Genau, den ersten Stack. Oh, die ist extremst schade. Das sah ziemlich unlucky aus. Ja, arme. Ich möchte gar nicht sagen, das war schon Game, weil, ne, it ain't over till it's over, aber, das arme. Ist natürlich unschön, wenn sowas passiert, aber hey, guck mal, vielleicht holen sie es ja noch. Also ich möchte da die Hoffnung überhaupt nicht aufgeben.
Ja, ich meine, wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen am Mund reißt, kann das natürlich auch. Ja, ich denke, also. Wobei, ist halt einfach Scorpion und Flora sind halt auch einfach. Aber, ja, Scorpion jetzt aus dem ersten Stack verloren. Aber natürlich immer noch, ja, 3 zu 5. Ich will überhaupt nicht auf diesen Nerd-Emotion machen, aber ich glaube, das heißt Stack. Stack? Ich meine, Stock-Brock. Stock, Die 20 Minuten Schlaf. Ich darf mich durchaus gerne verbessern. Gibt ja nichts Peinlicheres, als mit den falschen Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Ach, ich glaube, da gibt es schon peinlichere Sachen. Ja. Zum Beispiel so auf Fox zu Estin. Jetzt wirst du aber gemein. Na, oh, na, okay. Nee, den hat er noch. Oh no. Kriegt den Shieldbreak? Okay. Ich glaube, das war Pit, der den Shieldbreak gestoppt hat, weil ich glaube, ansonsten hätte das Belcampo einfach mit einer Neutral B oder was weiß ich gemacht. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man Team Damage hat, dann sind halt einfach solche Situationen nicht halb so dramatisch wie in einem 1v1. Aber jetzt ist. Jetzt ist Mobbing angesagt. Gelaufen. Ja, genau. Aber mal gucken. Ja, da muss man schon ein kleines Wunder aus dem Hut zaubern, glaube ich, um das noch. Ja, aber guck mal, ich mag, dass die Belcampo einfach immer noch nicht aufgibt. So, alles raus. Ja, klar, man muss es ja versuchen. Genau. Okay, also Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir beide wissen, wie das hier ausgeht. Aber ich bin ja jetzt nicht der. Den hat er okay. Schön reingebaitet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall. Also. Aber ich glaube, dass dann am Ende tatsächlich der Fehler war, da auf Fox zu switchen, weil er echt ziemlich fix dann. Also wenn der Self-Destruct nicht gewesen wäre, ja. Dann weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Aber na gut, die Runde geht dann.